Ganz schön neblig um mich rum, man sieht kaum was. Und so geht es ja vielleicht einigen Menschen, die Autozeitschriften lesen oder dann im Autohaus stehen und sich überlegen, was soll ich mir denn kaufen, leasen, finanzieren? Und ich versuche hier immer ein bisschen da eine Entscheidungshilfe zu geben, also ein bisschen Licht in den Nebel zu bringen. Das Licht, das hier steht, ist im Moment wieder ziemlich schmal und vertikal, denn mal wieder steht ein Peugeot 3008 vor der Kamera. Beim letzten Mal gab es ja hoffentlich eine Kaufentscheidung bei der Wahl 3008 oder 5008. Welcher der SUVs ist denn der richtige für welche Ansprüche? Und aus einem ganz besonderen Grund steht der 3008 jetzt abermals vor der Kamera, denn es gibt ihn ja als Benziner, als Diesel. Dann hatte ich den Hybrid 4 mit Allradantrieb vorgestellt vor einiger Zeit vor dem Facelift. Dass der 3008 jetzt bekommen hat, sehen wir auch hier an der Front mit diesem breit auslaufenden Kühlergrill, dann eben jene neuen LED-Tagfahrlichtspangen mit den LED-Scheinwerfern. Und der steht jetzt hier in einer zweiten und auch neuen Plug-in-Hybrid-Variante. Das ist der Peugeot 3008 Hybrid ohne 4, das heißt mit Vorderradantrieb und 225 PS Systemleistung. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video von Autonotizen. Vertigo Blau ist eine von den neuen Farben, die mit dem Facelift ins Modellprogramm des 3008 einziehen. Und so steht er hier in der GT-Ausstattungsvariante mit Black Pack, das heißt schwarze Details an der Karosserie, zum Beispiel die Spiegel an den Stoßfängern und auch schwarze Leichtmetallfelgen. 4,45 Meter lang ist er natürlich nach wie vor, daran ändert die Motorisierungsalternative nicht. Und jetzt blicken wir doch dem 3008 Hybrid mal in den Kofferraum. Auf der Klappe sehen wir hier ein schwarzes Logo und einen schwarzen Schriftzug, auch Teile des Black-Paketes. Beim Benziner oder Diesel fasst der Kofferraum 520 Liter, bei den Hybridmodellen ist es deutlich weniger, 395 Liter. Klar, irgendwo muss die zusätzliche Antriebstechnik und vor allem die 13,2 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie ja eingebaut werden. Wir haben einen doppelten Ladeboden, der ein bisschen über der Ladekante liegt, aber man kann dann Sachen also ganz gut hier hinein hieven. Darunter sind dann flache Fächer für die Ladekabel, die braucht man natürlich und sonst passt also nichts mehr drunter. Die Rücksitzlehne ist weiterhin ein Drittel, zwei Drittel geteilt umklappbar, auch Feder vorgespannt. Es gibt vier Verzurrösen und eine 12 Volt Steckdose, aber eben der Unterschied im Vergleich zu den reinen Verbrennern liegt eben in der Kofferraumgröße, eben diese 395 Liter. Wie man hinten sitzt, wie das Cockpit sich so gestaltet und erleben lässt, das habe ich ja in aller Ausführlichkeit vor kurzem, ich verlinke das natürlich unten, in dem Video zu 3008 und 5008 erklärt. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Fahrerlebnis im 3008 Hybrid und auch im Fernvergleich zum Hybrid 4. Und ich würde sagen, wir starten zur Probefahrt. Das iCockpit mit dem hochliegenden Instrumentendisplay, dem kleinen Lenkrad, habe ich euch ja zum Beispiel eben letztens im 3008-5008 Video gezeigt. Ich hoffe, ich kann erwarten, wer sich da jetzt detaillierter interessiert, da mal reinzuschauen. Wenn nicht, dann sagt mir doch Bescheid. Was ist beim Hybridmodell anders oder bei den Hybriden? Wir haben statt des Drehzahlmessers auf der rechten Seite, das kennt man ja aus vielen elektrifizierten Autos, dieses, ich nenne es immer Powermeter, wo man dann angezeigt bekommt, wird gerade die Batterie geladen, fährt man ökologisch oder dann eben mit voller vollem Leistungsabruf. Außerdem kann ich mir hier in die Mitte den Energiefluss hervorrufen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Navigationsansicht gehen, dann wechseln ja die Rundinstrumente hier zu diesen Rollen. Da ist dann eben rechts auch dieses Powermeter und rechts daneben sehen wir den Ladezustand der Batterie. Links im Display ist die Tankuhr. Das 10 Zoll Display hier in der Mittelkonsole ist ja mit dem Facelift neu reingekommen, den 3008 bisschen größer, immerhin noch zum Fahrer hin orientiert, was sich sehr gut bedienen lässt, hat auch hybridspezifische Funktionen. Es gibt ja diese Klavier
Tastenleiste hier. Und da gibt es bei den Hybridmodellen einen kleinen Knopf mit diesem Blitz drauf, der wechselt dann ins Hybridmenü. Da kann ich mir dann eben auch den Energiefluss anzeigen lassen, kann mir Statistiken aufrufen, was habe ich verbraucht, kann das Laden programmieren. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel Nachtstrom nutzen will, kann ich, oder vor einer Abfahrt, kann ich dann hier zeitversetzt laden. Lustigerweise sieht man übrigens hier im Display einen Peugeot 5008 Plug-in Hybrid, den es ja gar nicht gibt in der Realität. Aber zumindest könnte man hier mal sehen, wie er denn so aussähe, wenn es ihn gäbe. Und dann kommen wir noch auf eSafe. Da kann ich dann die Batterieladung speichern. Das macht natürlich Sinn, wenn ich in eine Stadt fahre, wo es dann vielleicht einfahrtbeschränkt ist am Ziel, kann ich dann für 10, für 20 Kilometer oder auch für, also die maximale State of Charge der Batterie eben safen und fahre dann auf dem Weg dahin mit dem Verbrenner. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich starte den Knopf und unsere Fahrt beginnt elektrisch. Die Fahrt beginnt rein elektrisch, wenn die Batterie Saft hat und wir haben ausreichend Elektronen in der 13,2 Kilowattstunden großen Batterie. Die wird mit einem serienmäßigen 3,7 kW Onboard-Lader mit Strom befüllt. Optional gibt es einen 7,4 kW Lader, auch einphasig. Dann steht das Auto an der 22 kW Wallbox oder Ladesäule 2 Stunden und 45 Minuten, bis der Akku wieder voll ist. An der Haushaltssteckdose parkt der 3008 7 Stunden, aber kann man ja dann über Nacht aufladen. Bis 56 Kilometer kann man laut Verbrauchsnorm rein elektrisch fahren. Das ist ein bisschen weniger als beim stärkeren Hybrid. Der kann bis 59 Kilometer fahren, aber es sind natürlich beides Normwerte. In der Realität müssten beide so um die 40 Kilometer weit kommen. Warum kann der jetzt ein bisschen länger stromern? Dazu kommen wir jetzt mal zu den beiden Hybrid-Varianten. Ich hatte euch ja den 3008 Hybrid 4 schon vorgestellt. Der hat einen 200 PS Benziner und hat an der Vorderachse oder im elektronischen oder elektrifizierten Automatikgetriebe einen Elektromotor, der 81 kW maximal leistet, also 110 PS. Und dann hat dieser Hybrid 4 noch einen zweiten E-Motor mit 83 kW an der Hinterachse, deswegen Allradantrieb. Hier haben wir jetzt den nachgeschobenen Hybrid ohne 4. Der verzichtet einfach, salopp gesagt, auf den Elektromotor hinten. Außerdem leistet der Benziner an sich statt 200 PS 180, entspricht also dem neulich für euch getesteten PureTech 180. Und warum kann jetzt der stärkere Hybrid ein bisschen länger elektrisch fahren? Ganz klar, zwei Elektromotoren rekuperieren, zum Beispiel bei Stadtfahrt Energie, und zwei E-Motoren können eben ein bisschen mehr rekuperieren als ein Motor, deswegen diese leicht längere Reichweite. Jetzt kommen wir aber hier wieder zum schwächeren Hybrid, der so schwach ja gar nicht ist, nämlich dieser Elektromotor und der 1,6 Liter Benziner bringen uns auf eine Systemleistung von 225 PS und da kann man schon auch ordentlich dynamisch fahren, wenn man will, so auch im Elektromodus. Reichen also nur knappe Bewegungen aufs rechte Pedal und das Auto fährt ganz feudal voran. Bis 225 km/h, wenn es denn sein muss, dann ist natürlich nichts mit Effizienz. 240 rennt der stärkere Hybrid, aber die 225 reichen ja auch voll aus. Gegenüber dem Benziner wiegt der Hybrid dann doch ein bisschen über 300 Kilo mehr. Das merkt man jetzt am Fahrwerk aber nicht, auch hier straff. Wir haben 19 Zoll Felgen auf dem Testwagen in der GT-Ausstattung. Beim Kurvenverhalten wirkt er ein bisschen behäbig, ist halt dann schon ein 1,8 Tonnen Auto. Aber ja, wer einen Sportwagen kaufen will, der kauft sich auch gewiss kein kompaktes SUV, egal ob mit oder ohne Elektrifizierung. Ab knapp unter 43.000 Euro startet der Plug-in-Hybrid mit 225 PS beim 3008 in der zweiten Ausstattungslinie Allure. Hier haben wir das GT-Modell und auch das gibt es nur mit dem
180 PS Benziner. Da können wir jetzt mal vergleichen, Benziner oder Plug-in-Hybrid, der eben zusätzlich noch die Elektrifizierung drauf oder dran hat. Da kostet der Plug-in-Hybrid mit knapp 46.000 Euro, 6.000 Euro mehr als der Benziner. Erstmal, denn man kann ihn ja fördern lassen mit 7.110 Euro. Und dann wird er vom Einstiegspreis her schon günstiger. Wer ihn dann noch geschäftlich nutzt, der kann er noch den halbierten Steuersatz eben nutzen beim geldwerten Vorteil. Womit erkauft man sich dann den Plug-in-Hybriden oder dieses gesparte Geld mit der Elektrifizierung? Er hat eine härtere Federung durch das höhere Gewicht. Er ist ein bisschen weniger kurvenagil als der reine Benziner, wirkt ein bisschen weniger dynamisch, aber fährt dafür eben lokal emissionsfrei und ist dann eine gute Wahl, wenn man auch wirklich das Ladekabel nutzt und das Auto regelmäßig lädt und nicht nur von den Steuervorteilen und dem Umweltbonus profitiert. Das ist ja mein Appell bei fast allen oder bei allen Plug-in-Hybriden. Ob jetzt er oder der 300 PS Hybrid 4 das Auto der Wahl ist, muss jeder für sich entscheiden. Der ist nochmal einen leichten Ticken dynamischer, hat natürlich den Allradantrieb, was dann schon auch in manchen Situationen natürlich hilfreich ist. Und da würde ich euch einfach empfehlen, mal beides Probe zu fahren und sich dann zu entscheiden. Der Aufpreis zum Hybrid 4 ist dann nochmal ungefähr 5.000 Euro eben für diese Mehrleistung und den Allradantrieb. Ja, das war der erste Eindruck und die Probefahrt des 3008 Hybrid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne auch das ausführliche Video zum 3008 und 5008 gucken und eben jenes zum 3008 Hybrid 4 vor dem Facelift. Ist ja technisch gleich. Und besucht die Website Autonotizen mit allen Infos, zum Beispiel zu diesem Auto. Das verlinke ich unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Matthias fürs Filmen und bis zum nächsten Mal. Ciao.